Okay. Moin zusammen, ich grüße euch. Zweite Runde DB1 in dieser Woche. Entgegen meiner Einschätzung von gestern und auch von letzter Woche wird es in diesem Semester, glaube ich, nicht funktionieren, dass wir noch dieses eine angesprochene Kapitel, das fast nie in die DB1 passt, in die Besprechung, dass es diesmal in dieses Semester passt. Ich habe auf den Rest, auf das Restmaterial relationale Algebra geschaut. Keine Chance eigentlich, dass wir das in diesem Vorlesungszyklus irgendwie noch durchsprechen. Macht aber überhaupt gar nichts. Es hätte sich um rekursive SQL-Queries gehandelt. Die werden zu extensiver Breite und Tiefe in der Vorlesung Advanced SQL nächste Saison behandelt, nächstes Semester behandelt. Wer also darüber etwas lernen will, von mir lernen will, kann sich gerne in diese Vorlesung setzen. Da gibt es einen ganzen Mega-Abschnitt dazu. In dem Sinne geht das nicht verloren. Wir werden lieber die Zeit, die uns noch bleibt, investieren hier in die relationale Algebra. Okay. Ja, wir hatten schon einige von den relationalen Algebra-Operatoren aufgesammelt und ich hätte gestern gesagt, drei davon, kartesisches Produkt und Selektion und Projektion, wobei man aus kartesischem Produkt und Selektion so einen Join-Operator bauen kann, diesen Butterfly-Operator, diesen Schmetterlings-Operator, die findet man oft zusammengestellt in diesem Common Query Pattern. Ja, hier in dem unteren Teil des Planes, wie wir das genannt haben, dieser baumartigen Operator-Baumdarstellung, hier in dem unteren Teil, unterhalb meines Cursors, habe ich Join-Operatoren, ja, die aus den benötigten Relationen der 1 bis der n erstmal breite Tupel zusammenstellen, die gesamte Information, die relevant ist für die aktuelle Query, die ich bearbeiten will, ja, zusammenstellen, damit dann hier überhalb des Cursors, in dieser Selektion und der abschließenden Projektion, noch Kombinationen von Tupeln, die ich nicht sehen möchte, weggeschmissen werden können und oben in der Projektion so zusammengeschnitten werden kann, dass das Ergebnis so aussieht, wie ich es benötige. Vielleicht muss ich noch irgendwelche Spalten irgendwie berechnen, vielleicht Spalten umbenennen oder wegschmeißen. Das leistet die Projektion da oben. Das ist das Project, Select, Join Pattern, dieses dreistufige Pattern. Okay, das hat wirklich eine eigene Diskussion verdient, weil es eigentlich dem Select from Where Block entspricht in SQL. Achtung, was Select ist in SQL, ist nicht die Selektion in der relationalen Algebra. Ja? Select in SQL, die oberste Klausel in so diesem SFW-Block, entspricht der Projektion hier sozusagen. Ja? Achtung, Stolperfalle, aber egal. Ja? So ein Select vom Where-Block, der implementiert gerade dieses Query-Pattern hier an der Stelle. Und wir hatten gestern schon begonnen, ein Beispiel zu besprechen, das dieses Pattern instanziert, um dieses Problem zu lösen. Such mir alle Bausteine raus, die irgendwie aus einer Bausteinkategorie kommen, die irgendwas mit Tieren zu tun haben. Ich hoffe, ihr erinnert euch, das waren die letzten 10 Minuten, die wir gestern zusammen verbracht haben. Und die Diskussion, die wir dazu gemacht haben, hat zu diesem Plan, zu diesem Operatorbaum geführt. Und das ist eine Project Select Join Query. Dass die Projektion sich hier unten versteckt, ja, wissen wir, warum die notwendig ist. Wenn Categories und Bricks hier beide in diesem Join beitragen wollen, dann mussten wir zur Sorge tragen, dass wir keine ungewollt gleichbenannten Spalten in diesen Tabellen haben. Ja, also hier sowohl Category kommt in Bricks vor, als auch Name kommt in Bricks vor. Also ja, in der Categories-Relation nehme ich mir die Zeit und benenne die entsprechenden Spalten hier in Cat2 und Name2 um. Dann kann ich hier Bricks und Categories entsprechend ihrer Foreign-Key-Bedingungen zusammenführen. Das gibt schön breite Tupel, die alle Informationen beinhalten, die ich brauche für meine Query. Zum Beispiel kann ich hier unter Name 2 den Kategoriennamen so einschränken, dass es sich nur um Tierkategorien handelt. Dann habe ich die ganzen Selektionen, die ich machen muss, schon getan. Was mich jetzt noch interessiert, ist die Brick-Information. Was für eine Brick-Piece-ID hast du und wie heißt du Baustein? Das ist die Projektion da oben. Wenn ich mich hier auf Name beziehe, dann ist das die Namensspalte aus der Bricks-Tabelle. Denn hier die aus der Categories heißt ab hier Name 2. Das war die Query, die wir gestern irgendwie besprochen haben. Das war die kanonische Query. Ja, wirklich Project, Select, Join. Das Pattern einfach instanziiert. Und dann kam hier aus der Richtung sozusagen, ich glaube von dir kam es nach dem Motto, oh, das kann ja wohl nicht Ende der Fahnenstange sein. Die Query kann man doch verbessern. Wir hatten gestern relationale algebraische Laws besprochen. Zum Beispiel Selection Pushdown. Ja, ordne doch bitte Selektionen in so einem Plan so früh wie möglich an,
weil sie dazu führen, dass Zwischenergebnisse, die Tupel, die ich hier über diese Kanten des Planes leite sozusagen, dass die besonders klein werden, besonders früh, besonders klein werden. Je weniger ich Tupel ich leiten muss Richtung Wurzel, desto besser. Ja? Wenn ich hier unter dem Join sogar noch irgendwie hier oder da Selektionen irgendwie einsetzen kann, dann führt das dazu, dass die Tupelmengen, die in den Join reingehen, die potenziell teuerste Operation in so einem Plan hier, weil da so eine geschachtete Schleife intern stattfindet und so weiter, dann ist das besonders willkommen, wenn ich früh Selektionen irgendwie durchführen kann. Und natürlich gibt es diese entsprechende Möglichkeit, Selection Pushdown hier für den Kollegen zu betreiben. Die gibt es hier natürlich. Und ich schätze mal, darauf hast du auch schon gestern drauf angespielt, oder? War das das, was du meintest? Das war ein Teil dessen, was du vielleicht meintest, oder? Okay, die Selektion hier mit ihrem Prädikat bezieht sich nur auf die Spalte Name 2. Die Name 2 Spalte kommt nach der Umbenennung hier aus der Categories-Tabelle. Okay, das hier nach dem Join durchzuführen ist in Ordnung, ja, aber ich könnte das Ding genauso gut schon früher hier in der Nähe des Blattes Categories ausführen, um schon hier Sorge dafür zu tragen, dass echt richtig schön wenig Tupel hier in diesem Strang irgendwie hochlaufen. Dann kann ich mir die Selektion da oben nämlich sparen. Genau das werde ich als erstes machen. Was ich jetzt hier in diesem Plan mache und auch in zwei, drei weiteren Plänen, die wir heute noch an die Tafel malen, ist etwas, was bei Mitschreibenden immer auf totalen Unmut stößt. Ja, hier oben mit der Kreide kann ich rumsauen und den Plan verändern, während ihr es in euren Notizen vielleicht nicht so cool könnt, sozusagen. Das tut mir leid, aber ich mache es trotzdem. Ja? Okay, also hier setze ich die Selektion ein, so früh wie es nur geht. Okay, die Selektion auf Categories. Hier kommt ein Selektionsoperator rein, okay, mit seinem Prädikat. Zu dem Zeitpunkt muss ich aufpassen, die Projektion hat ihren Job noch nicht getan. Ja, die Categories-Spalte, die heißt hier zu diesem Zeitpunkt, die Name-Spalte, wenn sie hier aus dem Categories kommt, die heißt Name und nicht Name 2. Also wenn Name irgendwas mit Animal zu tun hat, das ist eine Substring-Operation hier, dann bitte hier selektieren und nicht erst da oben. Hier brauche ich das Ding nicht mehr. So sieht der Plan jetzt aus. Selection Pushdown. Okay. Ja, wer weiß, wie viele Kategorien wir haben? Vielleicht 8000, nein, weiß ich nicht, irgendwie 1000 oder sowas. Wer weiß, wie viele wir noch haben, wenn hier die Selektion ihren Job getan hat? Vielleicht nur noch 100 oder 20 oder 2 oder sowas. Das ist eine Version des Plans, die den Join hier deutlich günstiger machen wird. Schon mal nicht schlecht. Kann man noch mehr verbessern oder verändern oder vereinfachen? Bitte. Okay, also ja, der Name rauscht hier noch nach oben. Hier benennen wir ihn in Name 2 um. Aber wenn man nach entsprechenden Referenzen auf die Spalte Name 2 hier im Rest des Planes sucht, empty, gibt es nicht mehr. Nachdem wir hier die Selektion durchgeführt haben, ist die Spalte da Name, Name 2, ist völlig irrelevant. Wie gesagt, das Name da oben bezieht sich auf die Bricks-Spalte Name. Schönes Ding. Projektionsliste kürzer. Tupel werden schmaler. Kaufe ich? Noch mehr Potenzial für Vereinfachung? Ich könnte jetzt einen Natural Join auch ausmachen, weil wir ja nichts mehr haben, was in zwei nötig wäre. Okay, der Kollege schlägt vor, diesen Join hier, ja, von einem Equi-Join, der ganz allgemein über dieses Prädikat spezifiziert ist, den zu einem Natural Join zu machen, also einem Join, der auch ein Equi, so ein Equality-Prädikat durchführt, aber sich dabei auf die gleich benannten Spalten stützt, die aus der Bricks und aus der Categories-Tabelle kommen. Wir konnten das bisher nicht machen. Ja, wir konnten das bisher nicht machen, weil sowohl hier eine Cat und eine Name und hier eine Cat und eine Name-Spalte irgendwie beigetragen wurde. Ja? Und dann hätte ein Natural Join ein Equality-Prädikat über die Category und die Name-Spalte durchgeführt. Das ist nicht das, was wir an der Stelle wollen. Ich habe deine Hand gesehen, geht sofort los. Sozusagen. Das brauchen wir an der Stelle nicht mehr. Das Einzige, was hier rausfließt, ist die Category-Spalte jetzt. Die umzubenennen ist vollkommen unnötig, würde ich mal sagen. Dann fließt hier eine Cat-Spalte. Stopp! Sorry. Wir werden hier schöne Schmiererei uns auf eine einzige Spalte, auf die Cat-Spalte reduzieren. Wir werden die nicht umbenennen. Wir schmeißen bloß alle Spalten weg bis auf die Category-Spalte. Das hier, was hier rüberfließt, sind so Tupel, die nur ein Feld haben. Das sind die Kategorien-IDs, die irgendwas mit Tieren zu tun haben. Okay?
Also hier kommt eine einspaltige Relation hoch, die nur Cat-Attribute hat. Ja, so eine Cat-Spalte gibt es hier auf der Brick-Seite auch. Das ist genau die Gleichheit, die wir brauchen. Die Categories-IDs hier und hier auf der Seite, die wollen wir miteinander vergleichen. Ja, dann kann ich das auch vereinfachen und hier einfach nur ein Natural Join hinmachen. Dann findet eine Gleichheit über die gleich benannten Spalten in dieser und in dieser einspaltigen Relation statt, über Cat halt, und dann geht das so oben nach oben raus. Okay. Mehr fällt mir jetzt an der Stelle einfach so nicht ein. Wir sind mit den Tupeln hier sehr, ja, erstmal viele Tupel, wahrscheinlich die meisten Tupel wegwerfen, die meisten Spalten wegwerfen, bis auf eine, ja, die dann noch hier mit Bricks irgendwie testen, ja, und dann kommen wir da oben irgendwie raus. Ihr seht, jeder aus Bricks, jede Row aus Bricks, die bezüglich hier, diesen Categories-IDs, die wir noch durchlassen, keinen Join-Partner findet, fliegt raus. Das ist genau das, was wir wollen. Es bleiben nur die Bricks über, die tatsächlich eine Category haben, die sich hier irgendwie in diesen, unter diesen Animal-Category-IDs findet. Erstmal warst du dran. Hat sich erledigt? Bitte. Man müsste sich überlegen, wie breit jetzt noch das Prädikat ist, dass dieser Join, Natural Join hier irgendwie produziert. Er guckt ja auf die Schemata des linken und des rechten Join-Partners und bildet den Schnitt. Oh, was sind denn die gleich benannten Spalten? Und aus diesem Schnitt, daraus baut er so ein fettes Equality-Prädikat, richtig? Wie breit ist der Schnitt zwischen diesen beiden linken und rechten Seiten im Schema? Nur die Cat-Spalte, ja. Damit wird hier implizit dieser Vergleich zwischen diesen beiden Category-Spalten, der wird hier implizit von diesem Natural Join irgendwie durchgeführt. Diese letzte Veränderung am Plan ist einfach nur Notational Convenience, hat nichts mit Beschleunigung des Plan, der Ausführung oder sowas zu tun. Ist das deine Frage gewesen vielleicht? Okay. Ja. Stell dir vor, du müsstest das irgendwie auf Blatt Papier aufzeichnen und so weiter, ja, dann ist das vielleicht sogar noch die elegantere, kürzere Version, aber sie wird den Plan nicht schneller machen. Ja. Okay, dass sich das tatsächlich lohnt, solche Gedanken zu machen, ja, sieht man, wenn man hier auf die Pickle-Welt schaltet und genau, wie ihr seht, hier die Bricks und Categories-Tabellen mal einlädt, habe ich da unten schon gemacht, ja, und dann mal die relationale Algebra-Query nach Project-Select-Join-Pattern durchführt, ja, nach der strikten Instanzierung des Musters. Erst Project, hier Select, da Join und so weiter. Das war die Originalquery von vor 10 Minuten noch an der Tafel. Die habe ich hier mal als Pickle-Code mitgebracht. Da unten steht sie. Ja, wir könnten jetzt genau drauf schauen, aber bitte glaubt mir, diese Query unten implementiert genau den Plan da oben. Was hier mit diesem komischen Tilde-Symbol irgendwie abgekürzt ist, das habe ich hier auf eine String-Operation, hier ist sie, auf eine String-Operation in der Python-Library abgekürzt. Diese Punkt-Find-Animal-Funktion da oben, das ist genau. Guck mal, ob es irgendwo einen Animal-Substring gibt. Das hat nichts mit relationaler Algebra zu tun, das ist String Processing hier an der Stelle. Bloß ausgedrückt in Python-Syntax. Okay, also ich führe die Query mal aus. Hier, meine Notizen sagen mir schon, bring Zeit mit, das auszuführen. Okay, die Zeit investieren wir jetzt mal. Ich lasse das mal starten. Ja, bevor der Prompt hier nicht wiederkommt, ist die Query nicht zu Ende ausgewertet. So viel Zeit muss sein. Kann ich zwischendurch mal Wasser trinken. Da kommen noch ganz viele langsame Queries heute. Ihr könnt zwischendurch Mail lesen oder so. Ja, der Join zwischen Bricks und Cat. Oh, jetzt ist fertig. Ja, jetzt ist fertig. Und dann können wir uns auch das Ergebnis anschauen. Hier ist das Ergebnis, die Ausgabe des Ergebnisses. Mal gucken, ob da tatsächlich, oh, guck mal, da kommen so Bausteine raus. Duplo-Penguins, irgendwelche hier so Hundeleinen, Dragon-Leg, Duplo-Fisch. Ich glaube, die Query funktioniert. Ja? Sieht nach Tieren aus. So, jetzt, außerdem ist er am Lüften hier. Ich weiß nicht, ob er es hört. Kannst du es bestätigen? Ja, alles klar. So, das ist der Plan, den wir gerade eben gebaut haben. Hier in der Tafel der verbesserte Plan. Dank eurer Vorschläge. Hier ist eine entsprechende Realisierung
den Pickel ausführen. Achtung. Ja, das reicht nicht mehr für E-Mail, das reicht nur für einen Tweet oder sowas. Ja, da kommt aber genau das Gleiche bei raus. Alles klar. Also, ja, ich würde mal hoffen, dass ein Datenbanksystem Optimierungen der Art Selection, Pushdown, Rows durch Projektion möglichst schnell schmal machen und so weiter für mich automatisch implementiert. Ich würde mir solche Gedanken eigentlich ungern machen wollen, weil bei komplexen Queries ist ganz klar, ich werde Opportunities, Möglichkeiten zur Vereinfachung irgendwie übersehen. Das ist ganz klar. Die Good News ist, dass das tatsächlich so ist. Ja, ich könnte jetzt hier in die Welt meiner, in die SQL-Welt schalten. In die SQL-Welt schalten, den können wir mal kurz auskommentieren. Lass mich hier unten mal kurz aus, und wir gehen mal kurz in PostgreSQL, jetzt bin ich da. Ich gehe schnell in meine Lego-Database rein. So, da bin ich. Ja, und was ihr hier seht, das ist die SQL-Formulierung genau dieser Query. Kein Wunder, das war eine Project-Select-Join-Query, dass sich das in einem 0815 Select-From-Where-Block hier sozusagen übersetzen lässt, überrascht niemanden. Die sind nämlich eigentlich äquivalent, diese beiden Query-Konstrukte. Ich hoffe, ihr könnt die Query irgendwie erkennen, dass das genau das Ding macht, was wir hier in dem algebraischen Plan versucht haben. Erstmal könnten wir das versuchen auszuführen. Ja, da kommen hier irgendwie auch Eagles und Horses und Dogs und Hedgehogs und Cattles und sowas raus. Das ist die entsprechende Realisierung dieser Query. Auch 626 Rows sieht gut aus. Ja. Hier an der Stelle habe ich mithilfe von Select from Where Syntax überhaupt gar keine Möglichkeit auszudrücken, hey, dieses Prädikat C-Name like Animal, das kannst du aber möglichst früh auswerten und so weiter und mach die Tupel dann doch bestimmt, mach die doch bitte möglichst früh sehr schmal mit Projektion und so weiter. Ich habe die syntaktischen Möglichkeiten gar nicht. SQL ist eine deklarative Sprache, in der ich mich darauf verlassen muss, dass das DBMS die optimale Anordnung der Operatoren hier wie in der Tafel gezeigt und wie findet. Okay. Und ihr habt schon öfter jetzt gesehen, wie wir dieses Explain hier benutzt haben, um uns diese Reihenfolge der Operatoren, die gewählt werden, tatsächlich irgendwie anzuzeigen. Das mache ich jetzt hier an der Stelle mal. Ich bin also nicht mehr im Ergebnis interessiert, sondern an dem Plan, an dem algebraischen Plan, den sich PostgreSQL intern ausdenkt. Da ist er. Ja. Und ich hoffe, ihr seht, dass in dem algebraischen Plan auch ein Join vorkommt, genau wie bei uns. Hier. Und dass das auch ein Join ist zwischen Bricks und Categories. Hier, wo ist der? Da ist Bricks. Und da geht Categories rein. Das sieht also irgendwie alles verwandt aus. Das System hat sich noch die Mühe gemacht zu entscheiden, wie denn der Join hier tatsächlich zu implementieren ist. Ja, ich habe gestern schon erwähnt, es gibt so eine Möglichkeit mit Hash-Tables zu joinen. Thema von DB2. Genau das wurde ja an der Stelle auch ausgewählt. Okay. Der Punkt ist aber, ja, hier, wenn die Tupel aus der Categories-Tabelle da unten, aus der gezogen werden, sofort wird ein Filter angewandt, der Filter, der uns diesen Substring Animal Test irgendwie anwendet. Das ist genau der Selection Pushdown. Ja? Sobald die Tupel angefasst werden, wird sofort selektiert, bevor noch der Join irgendwie zum Zuge kommt. Ganz hervorragend. Ja? Das ist Selection Pushdown, der ist explizit von PostgreSQL für uns so gemacht worden. Wenn ich hier noch das Verbis mit reinschreibe, also nimm dir ein bisschen mehr Zeit und Platz, um den Plan zu erläutern. Dann sieht man zum Beispiel, dass hier aus dem Scannen, aus dem Lesen der Zeilen aus Categories nicht sofort nur der Filter angewandt wird, sondern die Tupel werden auch zusammengeschnitten auf C-Cut, weil alle anderen Spalten, wie viel gesagt hat, völlig irrelevant sind. Das ist die Projektion hier sozusagen. Auch das findet hier in diesem entsprechenden Plan statt. Ja, man kann an diesem Output-Doppelpunkt sehen, wie breit die Tupel zu jedem jeweiligen Zeitpunkt irgendwie noch sind, die da generiert werden. Okay, alles klar. Ja, also Selection Pushdown findet tatsächlich im System automatisch für uns statt. Das ist Good News. Okay. Lass mich mal kurz hier ein Table describen, und zwar den Table Sets. Okay. Brauche ich nämlich für meine nächste Beispielquery. Eine Beispielquery für dieses Project Select Join Pattern möchte ich euch noch zeigen, wie wir die optimieren können. Soll ich hier vorne Licht anmachen oder könnt ihr die Pläne auch so sehen? Ist der Kontrast gut genug? So gut? Okay, was ich machen möchte, ist alle Sets rausfinden, die noch schwerer sind als das Taj Mahal Set. Könnt ihr euch noch an das Taj Mahal Set mit irgendwie Tausenden von Bricks erinnern? Ich glaube, wir haben sogar ein YouTube-Video gehabt, wie das so aufgebaut wurde und so weiter. Da drehte sich das vor unseren Augen. Richtig fettes, schweres Set. Frage, gibt es Lego-Produkte in dem Katalog,
in der Variante, die ich in der Database habe, die noch schwerer sind. Noch schwerer sind als das Taj Mahal Set. Ja, dazu brauchen wir eigentlich nur eine einzige Tabelle aus unserer Lego Database, die Sets-Tabelle. Darum habe ich deren Schema hier aufgelegt. Da sieht man zum Beispiel Weight. Seht ihr die drittunterste Spalte, die da in dem Schema vorhanden ist? Das Weight, das sagt mir, wie schwer so ein Set ist. Ich würde gerne die Sets rausfinden, die noch schwerer sind als Taj Mahal. Okay, jetzt sage ich, dazu ist eine einzige Tabelle notwendig, die Sets-Tabelle, und da seht ihr sie ja schon, das stimmt schon. Trotzdem ist das ein Beispiel für eine Query, die unser Project-Select-Join-Pattern instanziert. An einem Join sind ja immer zwei Relationen beteiligt. Ja? Ich habe euch nur eine Relation geteilt, weil es die einzige Relation ist, die an der Stelle relevant ist. Wir werden einen sogenannten Self-Join machen. Wir werden Rows aus der Sets-Tabelle mit anderen Rows aus der Sets-Tabelle vergleichen. Ja, und dann so Gewichtsvergleiche zwischen diesen verschiedenen Rows irgendwie anstellen. Das sind aber Vergleiche zwischen Rows aus der gleichen Tabelle. Ein Self-Join nennt man das auch. Okay, ich habe ein Beispiel, einen Vorschlag für einen Plan mitgebracht. An dem können wir dann noch irgendwie rumdrehen. Okay, dann lass mich mal schauen, damit ich das irgendwie unbedingt hinkriege. Hier steht der Join ungefähr, oder? Wo packen wir hin? Ich muss kurz gucken, muss vorausplanen für meine Schmiererei. Okay, also hier. Da ist der Join-Operator. Und der Join-Operator wird hier auf die Sets greifen und er wird auch auf der rechten Seite auf die Sets greifen. Okay? Damit ich das machen kann, brauche ich hier nach alter Manier wieder eine Umbenennung, eine Projektion, damit ich hier zwischen diesen beiden Tabellen, die nur gleich benannte Spalten haben, korrekt joinen kann. Also hier die relevanten Spalten, wir werden gleich sehen, dass das die relevanten sind, die benenne ich um nach alter Manier und Weight 2 ist die alte Weight-Spalte. Okay, mehr Spalten aus der Sets-Tabelle interessieren mich gar nicht. Ich will die Set-IDs nachher sehen, okay, wie die Sets heißen, damit ich da irgendwie eine schöne Ausgabe machen kann und das Gewicht. Ja, das ist ja gerade der Vergleich, den ich gleich anstellen werde. Der interessiert mich natürlich auch. Okay. Ja, dieser Join wird jetzt beliebige Kombinationen aus Sets herstellen. Jedes Set wird mit jedem verglichen. Natürlich möchte ich nicht irgendwie ein Set mit sich selbst vergleichen. Ich möchte nur verschiedene Sets miteinander vergleichen. Okay. Also werde ich hier drauf bestehen, dass die Set-IDs verschieden sind. Ja, wenn ich jetzt zwei Rows aus diesen Sets-Tabellen nebeneinander stelle, dann bin ich hundertprozentig sicher, das sind zwei verschiedene Rows, die mir verschiedene Sets beschreiben. Okay, hier das Set auf der rechten Seite, das beigetragen wird, ja, das werde ich jetzt mal darauf festlegen, dass das das Taj Mahal Set sein soll. Also jetzt kommt hier eine Selektion, okay. Ich gucke auf den Namen 2, Name 2, ja, und checke, dass das Taj Mahal ist. Das ist eine Selektion, die ich gerne machen würde. Ja? Und weil ich jetzt weiß, dass das hier, das auf der rechten Seite, das Tupel, das zu dem Join beigetragen hat, das mit Set 2, Name 2, Weight 2, dass das Taj Mahal ist, und mich interessieren die anderen Sets, die schwerer sind als das Taj Mahal Set, werde ich hier meine Bedingung noch fortsetzen und checken, dass das Taj Mahal tatsächlich leichter ist als das andere Set, das wir uns gegriffen haben. Das ist das Gewicht von Taj Mahal, das ist kleiner als das Set von dem anderen, als das Gewicht von dem anderen Set, meine Güte. Sauber, das war's schon. Jetzt Select Project Join Pattern noch beenden. Hier, das schwere Set auf der linken Seite, das interessiert uns mit seiner Set-ID und mit seinem Namen und mit seinem tatsächlichen Gewicht. Mal gucken, wie schwer das tatsächlich ist. Das wäre die Query. Das wäre die kanonische Formulierung der Query. Project, Select, Join. Und wieder werden einige von euch und auch ich hier irgendwie, die meisten von euch, vielleicht wir alle, hier sitzen und uns unwohl fühlen und denken, das kann doch nicht gewesen sein. Das kann man doch noch verbessern, sozusagen. Wie sieht es aus mit Selection Pushdown hier? Kann man den Kollegen verschieben? Ludwig sagt? Nicht in
Okay, ja. Wenn ich die Konjunktion hier anschaue, dann sieht die hier so aus. Name 2 ist gleich literal. Die könnte ich auch schon hier, wenn ich die Sets auf der rechten Seite, wenn ich die rausgreife, zu dem Zeitpunkt könnte ich die schon auswerten. Das hier, der Teil der Konjunktion, bezieht sich leider auf ein Attribut aus der rechten Seite und aus der linken Seite. Okay. Relational Algebra Laws hergenommen, die uns gesagt haben, hey, so eine konjunktive Bedingung, ja, in so einem Prädikat, kannst du auch immer in eine Selektion, durch zwei Selektionen ausdrücken, in der einen Selektion dieser Teil und in der anderen Selektion der Teil hier getestet wird. Das machen wir jetzt. Also, erst splitten wir die eine Selektion in zwei kleinere. Also hier der Teil geht weg. Und ich baue mir hier eine zweite Selektion dazwischen. Weight 2 ist kleiner als Weight. Ja, ich weiß, sieht schon nicht mehr ganz so schön aus. Okay, jetzt Selection Pushdown, oder? Selection Pushdown für den Kollegen hier, der sich nur auf die rechte Seite bezieht. Awesome. Weg damit. Nicht zu sehr ärgern über meine Spielerei hier. Den entsprechenden resultierenden Plan am Ende in ASCII-Form habt ihr auch in den Files, die ich euch verteile, drin. Sozusagen, ja, den Set schieben wir ein bisschen nach unten. Hier kommt die Selektion hin. Name ist gleich Taj Mahal. Das ist ein super picky Prädikat. Wie viele Sets in meinem Lego-Katalog wird es geben, die diesen Namen tragen? Eins? Wahrscheinlich eins. Ja. Hier fließt wahrscheinlich nur ein Tupel drüber. Ein einziges Tupel wird nachher, und hier, die Projektion wird keine Tupel neu erfinden oder was weiß ich. Hier wird ein Tupel drüber rutschen. Das ist richtig schön günstig, was da an der Stelle stattfindet. Das war eine coole Optimierung. Noch jemand? Achso, jetzt können wir natürlich noch unser, jetzt können wir nachher gleich unser Pickel-Programm anwerfen und gucken und Zeiten vergleichen und so weiter. Aber wir können hier noch weiter dran schrauben. Hat noch jemand irgendwie eine Idee? Bitte. Ja, okay. Also du würdest hier eine Selektion einbauen wollen auf ungleich Taj Mahal oder was, ist das richtig? Hier? Ah ja, da würde ich gleich, an dem Join würde ich gleich noch operieren wollen sozusagen. Weil, wie sieht es aus mit den beiden hier? Wie sieht es aus mit den beiden? Mit diesen beiden Operatoren, die hier benachbart im Plan stehen? Könnt ihr da euch eine Vereinfachung vorstellen? Okay, was der Kommilitone sagt, hey, Weight 2 ist kleiner als Weight. Ja? Das Gewicht des einen Sets ist kleiner als das Gewicht des anderen Sets. Falls das so ist, impliziert das schon, dass die beiden Sets, die wir gerade irgendwie am Wickel haben, sozusagen, dass die verschieden sein müssen. Ja? Dann gilt auch Set ist ungleich Set 2. Das ist, ja, also ansonsten wären, ja, wenn Set gleich Set 2 wäre, dann wären die Gewichte gleich. Set gleich Set 2, das ist ein Key sozusagen. Da ist eindeutig, Set ist ein Key, das ist, der bestimmt mir eindeutig meine Rows. Wenn die Set gleich wären, wären auch die Gewichte gleich. Wenn die Gewichte da oben ungleich sind, sind die Sets, die ich gerade am Wickel habe, sozusagen die Kombination aus zwei Sets, die müssen ungleich sein. Es können nicht die gleichen Sets sein. Habt ihr eine Hand gesehen? Kommt gleich. Vereinfachungsvorschlag. Die Selektion brauchen wir gar nicht. Wir gucken hier lieber, anstatt auf die Set-IDs, gucken wir auf die Weights. Ich hoffe, das trocknet schnell und ihr könnt es dann auch tatsächlich lesen. War das deine Idee? Ja.
gucke gerade mal hier. Ja, das sieht schon, der Plan sieht schon fast fertig aus. Können wir noch an der Projektion hier drehen? Was von diesen drei Attributen, die wir jetzt gerade noch umbenannt haben, wird tatsächlich im Rest des Plans benötigt? Der da. Alle anderen irrelevant geworden. Dadurch, dass wir jetzt früher selektieren. So, oder? Wait. Das ist eine einspaltige Tabelle, die da an der Stelle irgendwie rauskommt. Das war's. Okay, ja, wie gesagt, hier in diesem Ungleichvergleich zwischen diesen beiden Weights steckt implizit der Test drin, dass die Sets, die wir miteinander vergleichen, tatsächlich verschieden sind. Wenn sie gleich wären, hätten sie das gleiche Gewicht. Woraus kann ich das schließen? Ja, weil der Vergleich Set gleich Z2 oder ungleich Z2 auf Keys geschaut hat. Wenn die gleich wären, dann wären die Weights gleich. Okay, das geht schon ziemlich weit an Optimierung hier an der Stelle, aber führt zu einem deutlich effizienteren Plan, bei dem wir hoffen können, dass sich hier gegen dieses super selektive Prädikat, das wir richtig schön weit nach unten gepusht haben, so gut wie niemand mehr qualifizieren kann. Eine Row vielleicht gibt es zwei oder drei Taj Mahal Sets, wer weiß, oder so, aber das müsste es eigentlich gewesen sein. Da war noch eine Frage ganz oben. Okay. Hab die Query auch mal mitgebracht. Jetzt muss ich wieder auf die Python-Welt wechseln. Das ist jetzt halt so. Also Python. Und da ist das Heavy Set. Also Import meiner Sets-Tabelle. Brauchen keine andere. Das ist die optimierte Query, die ich hier in ASCII versprochen habe, die ich jetzt hingeschmiert habe auf die Tafel. Hier ist sie. Ja, ihr seht das Join-Prädikat, das tatsächlich auf die Floats, auf die Weights guckt, und zwar auf die Float-Werte der Weights. Erinnert euch, wenn ich irgendwie Tupel aus so einer Pickle-Tabelle lese, dann sehe ich da eigentlich nur Textdaten vor mir. Wenn ich sicher bin, dass ich die als Floating-Point-Values interpretieren will, dann muss ich explizit hier mit so einem Cast drüber gehen. Das ist aber hier in der Relation an Algebra in Pickle nicht anders als in den anderen Pickle-Queries, die wir gemacht haben. Okay. Wo kommt dieses OR0 hin? Das ist so ein Python-Trick, der sagt, sollte sich in der Weight-2-Spalte gar kein Eintrag befinden, das ist nämlich in einigen von unseren Sets so, da steht da Null Value, ja, da steht da irgendwie gar nichts drin sozusagen. Ja. Dieses OR0 führt dann dazu, dass bei einer Abwesenheit von Weight oder Weight 2 an der Stelle einfach der Wert 0 angenommen wird. Ja. Sollte sich hier tatsächlich ein numerischer Wert ergeben, ja, dann ist das der Wert, der hier angenommen wird. Sollte der tatsächlich fehlen, ja, oder hier irgendwie etwas bei der Umwandlung in einen numerischen Wert Probleme machen, dann werden wir hier an der Stelle 0 annehmen. Aber es hat wieder mit relationaler Algebra überhaupt gar nichts zu tun, sozusagen. Ja, okay, also ich führe die Query mal aus. Runs in less than one second. Wundert mich überhaupt nicht. Wundert mich überhaupt nicht, weil hier so gut wie keine Tupel irgendwie bewegt werden mehr. Durch die Selektivität des Prädikates hier unten. Durch Selektivität ist die Pickiness sozusagen. Wie genau guckst du auf die Daten? Sehr genau, da kommt fast nichts durch. Wenn ich das ausgebe, jetzt bin ich gespannt, welches Set schwerer ist als Taj Mahal, ja, Death Star und so weiter. Ja, Imperial Star Destroyer, ja, die sind gerade noch schwerer als das Taj Mahal Set. Statue of Liberty, das Ergebnis der Query scheint mir ganz in Ordnung zu sein. Okay, alles klar. So, ja. Oh, relationale Algebra hat 5 Operatoren, 5 im Kern, 5. Wir haben bisher nur 3 besprochen. Project, Select, kartesisches Produkt. Ja. Wird Zeit, die nachzureichen, die beiden letzten. Da sind sie. Alte Bekannte, die Set Operations, die einfachen Operationen Union und Except oder Minus oder Differenz oder sowas, wie ihr diesen entsprechenden Backslash da oben auch immer irgendwie nennen wollt. Ja. Und weil Relationen nichts weiter sind als Mengen von Tupeln, überrascht es einen nicht, dass man an der Stelle mit Mengenoperationen wieder herkommen kann, um diese Relationen zu behandeln. Ja. Und die machen auch genau das, was ihr erwartet. Fertig. Ja. Ich muss bloß aufpassen, dass die Schemata der beiden Relationen, die in so einen Union
reingehen, in so eine Vereinigung oder in eine Differenz reingehen, dass die Schemata der beiden beteiligten Relationen genau gleich sind. Ja, sonst macht's keinen Sinn, bei einer Differenz zum Beispiel das eine Tupel mit dem anderen zu vergleichen. Oh, muss ich dich jetzt aus der Menge abziehen und so weiter? Das kann ich nur mit Tupeln machen, die vollkommen identische Struktur haben. Dann kann ich nämlich irgendwie Tupelgleichheit feststellen. Ja, und genau das ist die Voraussetzung, die hier angegeben wird und die natürlich auch von unserer Implementation gecheckt wird. Ja, und ja, damit ist die Schemabehandlung in diesen beiden Operatoren super, super einfach. Schema linke und rechte Relation, R1 und R2 sind gleich. Ja, was rauskommt aus der Vereinigung und was rauskommt aus der Differenzbildung hier, schemamäßig hat sich überhaupt gar nichts geändert. Da geht keine Spalte verloren oder wird hinzu erfunden oder irgendwie sowas. Alles klar. Und damit fertig. Das sind unsere fünf Kollegen an Operatoren. Das ist die relational vollständige Algebra. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Mancher wird sich vielleicht fragen, hey, wo ist mein Lieblingsmengenoperator, der Schnitt, ja, die Intersection, wo ist der geblieben? Ja. Dazu sagen die Relationenalgebraiker, ja, hey, wir sind richtig auf der Suche nach dem kleinen minimalen Kern, aus dem ich nichts mehr wegnehmen kann. Intersection ist Notational Convenience, kann ich nämlich durch andere Operatoren in dem Kern der fünf Operatoren schon ausdrücken. Ja. Was wäre euer Vorschlag? Wie kann ich Intersection mithilfe der anderen fünf Kollegen, die wir schon eingeführt haben, ausdrücken? Ludwig weiß die Antwort, die hat er nämlich gestern schon gegeben. Jetzt kräuselt er die Stirn. Ja. Echt? Weiß ich nicht mehr. Dran denken, die Schemata von R1 und R2 sind zwingend identisch. Natural Join. Ja, die Schemata der beiden sind vollkommen identisch. Ein Natural Join wird ein Gleichheitsprädikat auf den beteiligten Rows irgendwie ausführen, die auf dem Schnitt der gleichen Attribute schauen. Alle Attribute, die R1 und R2 beitragen, sind im Schnitt der Schemata. Es wird Gleichheit über alle Spalten irgendwie getestet. Das ist genau das, was Intersection macht. Ja, im Ergebnis bist du nur, wenn du einem anderen Tupel wirklich Punkt für Punkt, Attribut für Attribut gleichst. Okay, also Natural Join. Gibt noch eine Möglichkeit. R1 ohne, Klammer auf, R1 ohne R2. Klammer zu. Sagt nochmal einer, dass meine Informatik 1-Vorlesung keinen Effekt auf die Leute hatten. Ja. Also, genau so. Ja. Warum geht das? Da sind sie, R1 und R2, in allgemeiner Lage. Ja. R1 ohne R2, ich gucke hier gerade in die Klammer rein. R1 ohne R2 ist das da. Das ist R1 ohne R2. Ja, wenn ich das von R1 abziehe, bleibt das da über. Und das ist der Schnitt. Okay. Ja. So ein Standardtrick. Funktioniert ja in der Relationalalgebra auch. Okay, alles klar. Die Frage ist, hey, wenn ich PostgreSQL bin, ja, oder SQL Server, SQL DB2 oder wer was, oh, Kreide, oder wer auch immer, ist das da unten, das mit dem doppelten Differenzen, ist das die Art und Weise, wie ich das implementieren möchte? Nee, normalerweise nicht. Ja, es gibt sehr, sehr effiziente Algorithmen, Merge-basierte Algorithmen,
normalerweise die Intersection ausrechnen können, die stützen sich mehr auf die erste Variante, eigentlich mehr auf diesen Equinatural Join da oben sozusagen. Einen effizienten Algorithmus, den ich für so einen Join, so einen Equi-Join da oben anwenden kann, den kann ich auch benutzen, um Intersection zu berechnen. Das geht schon eher. Ja. Okay. So. Hier ist die triviale Implementation der Pickle-Varianten von Union, Vereinigung und Difference. Okay, also hier, ihr seht zum Beispiel bei Union, zwei Relationen gehen rein. Wunderbar. Ja, das glaubst du auch. Ja, so, hier. Erstmal gucken, dass die Schemata gleich sind. Alles klar. Ja, und dann alle Rows aus R1 hernehmen, alle Rows aus R2 hernehmen. Okay. Die zusammenwerfen in einen Pot und die Duplikate rausschmeißen. Mit dem Dupe hier, den wir schon mal gesehen haben. Okay, das sind zwei triviale List Comprehensions, die deshalb notwendig sind, weil das hat was mit Internas von Python und meiner Implementation an der Stelle zu tun. Völlig egal. Alles in einen Pot werfen, Duplikate rauswerfen. Wir sind ja in der Welt der Mengen von Tupeln. Hier, Difference. Erstmal checken, dass die Schemata gleich sind. Alles klar. Dann sich jede Row aus R1 von der linken Seite greifen und checken, dass sie nicht auch in der rechten Seite vorkommt. Hier, da spielt die Musik in dem Not-In. Ja, die Negation hier, die wird uns nachher noch beschäftigen. Die Negation, die hier in der Semantik der Differenz drin steckt. Du Row aus R1 bist du nicht vorhanden in R2. Ja, dann wirst du auch nicht abgezogen, dann gehörst du ins Ergebnis. Alles klar. Ja, hier, wenn ich mehr Operatoren am Wickel habe, dann gibt es auch mehr Laws, mehr Gesetzmäßigkeiten, die jetzt irgendwie gelten werden. Ja, ihr seht hier die trivialen Gesetzmäßigkeiten, assoziativ und kommutativ ist unser Union. Ja, die leere Relation, die vielleicht mal entstehen kann, weil ein Prädikat sehr, 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 sehr selektiv war und gar keine Rows durchgelassen hat. Auf einmal habe ich die leere Relation in der Hand. Wenn ich die in so ein Union irgendwie mit reinwerfe, klar, da ist das natürlich das neutrale Element. Gibt auch entsprechende Laws, die sich auf die Differenz beziehen, auf die Interaktion zwischen Projektion und Differenz, zwischen Interaktion zwischen Selektion und Union und so weiter. Ganz hervorragend, all die gibt es hier. Das hier ist also immer nur ein mini kleiner Ausschnitt, der euch in Erinnerung rufen soll, dass wir tatsächlich mit einer Algebra umgehen, die interessante Gesetzmäßigkeiten hat. Auf der Basis dieser Gesetzmäßigkeiten, Selection Pushdown zum Beispiel, was weiß ich, auf der Basis agieren die effizienten Query-Optimierer, die in den aktuellen relationalen Datenbanksystemen irgendwie so eingebaut sind. Komm, ein letztes Ding kann ich euch noch zeigen und dann machen wir Pause. Was man zum Beispiel mit dem Union-Operator so praktisch anfangen kann da draußen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, ich kann euch reinzoomen. Man kann nämlich sowas wie Fallunterscheidung implementieren in der relationalen Algebra mit Hilfe von Union. Wir gucken nochmal auf die Sets-Relation und hier. Die hatte so drei Spalten, X, Y und Z. Da konnte ich die Dimensionen meines Sets abmessen, in Studs gemessen. Also hier in diesen Noppen, die ich auf den Lego-Bausteinen finde, sozusagen. X, Y und Z Ausmaße. Okay? Und wenn ich die X, Y und Z miteinander multipliziere, kriege ich das Volumen oder ja, eine Approximation, so eine Kubus-Approximation des Volumens meines Sets. Ich würde gerne meine Sets in meinem Katalog kategorisieren in klein, mittel und richtig groß. Okay? Je nachdem, wie ihr Volumen, ob ihr Volumen irgendwie unter eine bestimmte oder über eine bestimmte Grenze irgendwie fällt. In drei Kategorien bitte einsortieren. Hier ist eine algebraische Query, die das machen kann. Ich mache die mal ein bisschen größer, dann können wir die alle besser sehen. Okay? Wir müssen uns nur auf die Sets-Relationen beziehen. Wunderbar. Einige der Spalten sind für mich interessant. Ich werde mir eine neue Spalte produzieren, die Volume-Spalte, die Einträge in X und Y und Z einfach miteinander multipliziert. Das ist jetzt mein Volumen. Okay. Und was hier aus der Projektion rauskommt, diese dreispaltige Relation, die leite ich hier und hier und hier in diese drei Teile des Plans weiter. Hier sind jeweils Selektionsprädikate, die mir checken, dass das entsprechende Set mit dem Volumen Voll, das da gerade vorbeikommt, dass es tatsächlich klein ist oder mittel ist oder richtig groß ist. Das sind einfach beliebige Festlegungen, die ich da an der Stelle gemacht habe. Sauber. Ja, hier, an der Stelle, da, da,
Und da bin ich mir jetzt bewusst, ob ich ein kleines oder großes oder mittleres Set in der Hand habe. Ja, dann mache ich eine entsprechende Projektion drauf. Set, Name und Volume, die drei Spalten behalte ich. Ich erfinde eine neue Spalte Size hinzu, in der ich hier das Literal Small, Medium oder Large hinterlasse. Okay, das sind in allen drei Strängen werden jetzt vierspaltige Relationen irgendwie aufgebaut vom Schema, vollkommen identisch. Okay. Das sind jetzt leider drei Teilergebnisse, die werfe ich jetzt in einen Pot, indem ich hier ein Union benutze, Small und Medium zusammenwerfe und dann am Ende noch das Large irgendwie dazu packe. Jetzt sind alle drei wieder in einem Topf. Es gibt eine Size-Spalte, in der ich jetzt ablesen kann, alles klar, du gehörst in diese Kategorie rein. Das ist Fallunterscheidung, Case Distinction sozusagen implementiert mit der Hilfe von Union da oben. Okay, ein Use Case für Union gibt eine Menge mehr. Den fand ich ganz interessant. Warum? Achso, ich habe den natürlich als File mitgebracht. Können wir damit spielen, möchte ich euch gerne zeigen. Ja. Der Teil hier, der Q1-Teil, das ist der Teil der Query, der hier die neue Spalte Volumen erfindet, berechnet aus der Multiplikation von X und Y und Z. Hier ist das Multiplikationssymbol. Okay. Ja. Auf das Q1 beziehe ich jetzt dreimal in den drei verschiedenen Strängen des Planes, um die Small, Medium und Large Relationen zu berechnen. Ihr seht, wie ich hier in der Projektion einen Large, einen Medium und einen Small Tag dranhänge, je nachdem, wie hier die Selektionen abgelaufen sind. Naja, und an der oberen Ebene des Plans werfe ich mit zwei Union-Operatoren, Small, Medium und Large, wieder zusammen. Warum ich das Klammer und so weiter, ist völlig egal, assoziativ und kommutativ. Ja, und dann am Ende, damit ich es einfach hier, das ist einfach der, eigentlich ist das hier, eigentlich ist Q2 mein Ergebnis. Aber ich habe auf das Q2 dann mal drauf geschaut. Wieso eigentlich Q2? Hier steht Q2, da steht Q. Sieht nicht gut aus. Okay. Ich habe dann auf das Ergebnis mal drauf geschaut und habe gesehen, dass bei einigen von diesen Sets tatsächlich ein Volumen von 0 berechnet wurde. Das interessiert mich nicht. Da hat irgendwie Volumensinformation tatsächlich gefehlt. Ja, die schmeiße ich noch kurz raus. Nur die mit größer 0, Volumen größer 0, die interessieren mich. Und die Ausgabe, damit wir die so ein bisschen interpretieren können, die sortiere ich noch. Was hier stattfindet, dieses Sorted, hat mit relationaler Algebra nichts zu tun. Das ist nur, damit wir hier beim Durchschauen der Tupel nicht verrückt werden. Okay? Also eigentlich ist das hier das Endergebnis meiner Query. Also, zack, komm, kriegen wir noch vor der Pause hin, alles klar. Also, hier, den haben wir schon geladen, nochmal laden, schadet nicht. Sets definieren, den unteren Teil des Plans instanziieren. Okay, alles klar, sauber. Jetzt Small, Medium und Large, drei Teile berechnen, alles in einen Pot werfen. Mit zwei Union-Operatoren. Ja, die habe ich richtig übel implementiert. Ja, okay, darum dauern die ein bisschen. Und Anzeige. Alles klar. Ja, ihr seht die jetzt, die sind tatsächlich so richtig schön nach Volumen sortiert. Also ja, hier finden sich also unten die Large-Sets und dann irgendwo, wenn ich weiter hochscrolle, kommen die Medium-Sets davor. Komm, lass mal scrollen. Oh, eine Menge. Alle Large, Large, da kommen ein paar Medium Sets und wenn ich noch weiter scrollen würde, würden oben die Small Sets kommen. Okay, also ich glaube, dass kommen die Small Sets irgendwo kommen, damit man sie sieht. Mann. Ja, hat schon ein bisschen was am, da sind die Small Sets. Hat schon ein bisschen was irgendwie an Berechnung stattgefunden. So. Ich habe die Pause nicht vergessen. Ich will euch nur kurz einen Hinweis geben, dass man eine Fallunterscheidung, so wie wir gerade in der relationalen Algebra mit Union gemacht haben, dass man die auch in SQL übrigens gut machen kann. Klar, in SQL gibt es auch den Union-Operator und wir könnten die Fallunterscheidung auch so nachbilden. Ich glaube, ich habe auch einen Pfeil mitgebracht, der so passiert. Es gibt aber in SQL ein dediziertes Fallunterscheidungskonstrukt. Okay, also sowas wie so ein If-Then-Else oder so ein Multi-Way-Case eigentlich, wie ihr den in euren Lieblingsprogrammiersprachen habt. Okay, du gibst mir irgendwie einen Ausdruck, ich checke den gegen verschiedene Branches von so einem Multi-Way-Conditional und kann in jedem der Branches einen eigenen Ausdruck berechnen. Der Branch, der ausgewählt wurde, dessen Ausdruck ist der Ausdruck meines
meiner Case Expression. Genau wie ihr es aus eurer Lieblingsprogrammiersprache kennt, das ist der entsprechende Ausdruck hier, so ein Case When. Condition checken, falls die wahr ist, ist Expression 1 das Ergebnis. Falls es nicht wahr ist, hier in den zweiten Zweig eintauchen, Condition 2 checken und dann Expression 2 ausgeben, je nachdem und so weiter und so fort. Ja. Es gibt auch so einen Default-Fall, der übrigens optional ist. Wenn keine dieser Conditions zutreffen, dann wird die Expression 0 ausgewertet. Sollte der Else-Branch da unten fehlen, kommt Null, N-U-L-L, raus aus dieser ganzen Case-Expression. Okay, also das wäre eine Conditional-Expression, so wie man sie in SQL irgendwie ausdrücken würde. Ja, ganz klar ist, diese einzelnen Branches hier, die müssen irgendwie, das sind Expressions, die haben einen Typ, die Werte, die da berechnet werden, haben einen Typ. In allen Branches müssen da kompatible Typen stehen, ansonsten fährt das Ding vor die Wand. Das ist aber auch in eurer Lieblingsprogrammiersprache so. Ja, zum Beispiel in Racket. Ja. Diese Ausdrücke hier, auch wie erwartet, werden nicht ausgewertet, bevor nicht klar ist, dass diese Condition hier true ist. Ja, also, wenn ich hier zur Auswertung von dem Kollegen komme, kann ich mich darauf verlassen, dass die Condition tatsächlich schon bewertet für mit true bewertet wurde. Ja, also Expression 1 kann sich darauf verlassen, dass bestimmte Bedingungen vorherrschen. Das ist super. Ja. Damit kann ich nämlich, das ist das letzte jetzt, was ich euch zeige, und dann ist Pause. Damit kann ich nämlich diesen Use Case hier der Kategorisierung von Lego-Sets nach Größe, das kann ich nämlich auch in SQL danach bilden. Also schnell in die SQL-Lego-Datenbank gewechselt, schon sind wir drin. Ja. Und hier ist das entsprechende Statement dazu. Ich aktiviere das mal. Ja. Ich hoffe, ihr könnt sehen, dass ich hier in dem SQL-Query, da habe ich versucht, so ein bisschen die Idee des Planes, des algebraischen Planes, den wir gerade auf der Slide gesehen haben, so ein bisschen nachzubilden. Ich guck mir erstmal alle Rows aus Sets an. Ja, und erfinde mir noch eine neue Spalte, Volume, erfinde ich mir noch hinzu, die ich berechne aus dem Produkt von x, y und z. Okay, also hier, das hier ist eine neue Relation, so ein temporärer Name, das ist eine Sets-Relation mit so einer extra Volumenspalte hinten dran. Okay, über die iteriere ich hier unten. Alles klar, sauber. Ja, und dann gebe ich all diese Sets aus. Und ich bewerte hier diese Case Expression. Wie ihr sehen könnt, guckt die auf das entsprechende Volumen. Ist es 1000, zwischen 1000 und 10.000 oder größer als 10.000? Entsprechend wird hier Small, Medium oder Large als Literal ausgegeben. Und das ist dann das Ergebnis, das ich hier in meiner Size-Spalte finde. Super, syntaktisch, einwandfrei, nachvollziehbar, was hier in SQL passiert. Ich lasse das mal ausgeben, auch nach Volumen sortiert und was dann dabei rauskommt. Sieht man hier, alles klar, das sind die ganzen Large Sets. Ganz am Ende werden die Sets ausgegeben, deren Volumen 0 ist. Erinnert euch, ich habe vorhin gesagt, Mensch, die sortiere ich in meinem Pickle-Skript explizit raus. Ja, gibt so ein paar Sets, die kein explizites Volumen berechnen können, weil bei der XYZ-Komponente irgendwas fehlt. Ja, die werden hier in der SQL-Query nicht explizit weggeworfen, sondern hier im Else-Branch, wo ist er? Hier im Else-Branch setze ich deren Size, die ich da berechne, explizit auf Null. Und die werden von SQL per Default, werden diese Null-Values, nach denen ich sortiert habe, ganz nach hinten sortiert. Naja, vor den Nulls befinden sich die Larges und so weiter. Oh Gott, sind eine ganze Menge, die ich da aussortiert habe, sozusagen. Ist auch gut so. Okay, ich scrolle jetzt nicht extra hin. Alles klar. Ja. Man kann übrigens, wenn einem das nicht gefällt, kann man sagen, hey, die Nulls, wenn du die einsortierst, bitte sortiere sie nach oben. Da gefallen sie mir besser. Oh, das ist sogar die falsche Stelle. Sorry. Warum lacht ihr so? Ich will auch lachen. Ja. Ja, jetzt sortiere ich sie nach oben. Jetzt sind die Nulls irgendwie oben. Und jetzt kommen die Small, Medium, Largest da an und so weiter. Okay, das ist Case Distinction in SQL. Super nachbildbar mit Union in der relationalen Algebra. Okay, Pause. Okay, also, relationale Algebra, Case Distinction mit Union. Kann man auch andere coole Sachen mitmachen, aber das ist ein Use Case. Case Distinction SQL, so zum Beispiel. Ja. Gerade eben in der Diskussion mit Case When, habe ich so nebenbei gesagt, ja, Union,
diese Art Case Distinction auszudrücken. Union gibt es ja auch in SQL. Aber ich glaube, wir hatten das irgendwie noch gar nicht offiziell irgendwie verkündet, oder? Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich hier gerade eine Slide entdeckt, in der steht, hey, die Set Operations, Union und Accept, also Differenz und Intersect, die gibt es auch in SQL. Und passt wie die Faust auf Auge hier an der Stelle. Gut, dass ich das damals da irgendwie eingeplant habe. Das ist genau der Teil, der uns noch fehlen würde, um unsere SQL an der Stelle irgendwie der relationalen Algebra anzugleichen. Ihr seht die Syntax. Hier links könnte ein Select vom Where-Block stehen. Also eine richtig komplexe Query mit Group By und allem drum und dran, was euch lieb ist. Hier rechts könnte das stehen, okay. Aber solche zwei Select from Where Blöcke könnte ich mit einem Operator, mit Union, Accept oder Intersect miteinander verbinden. Okay, also Infix Syntax, so ein Union Operator zwischen zwei Select from Where Blöcken macht Sinn. Okay, wir erinnern uns, ja, hier in der Welt von Edgar F. Cott und der Relationenalgebra operiere ich über Mengen von Tupeln. Ja, und damit ist ganz klar, wenn ich zwei Mengen von Tupeln mit einem Union vereinige, Duplikate werden entfernt, das wird wieder eine Menge von Tupeln. In der Welt von SQL, not so much. Da sind wir ja mit Bags, mit Multimengen von Rows unterwegs. Da kann es durchaus Duplikate geben. Ja, stellt euch einen Union-Operator vor, der links und rechts zwei Rows bekommt, die identisch sind. Was soll passieren im Ergebnis? Ja, SQL sagt, du User, Userin, kannst entsprechend mit dem Modifier hier entscheiden, wie es denn sein soll. Der Default ist, Duplikate werden weggeschmissen. Das sind echte Mengenoperationen, die tatsächlich keine Duplikate zulassen. Wenn die Duplikate wichtig sind, ja, dann benutzt doch hier bitte den All-Modifier. Der Distinct-Modifier wählt Set-Semantik, der All-Modifier wählt Multimengen- oder Bag-Semantik aus. Und auf einmal ist das mehrfache Vorkommen von Rows tatsächlich relevant. Okay? Ihr seht, wenn ich mich für das All entscheide, wie denn ein Union-All zum Beispiel wirkt. Ja? Da kommen irgendwie Duplikate in den beiden linken und rechten teilnehmenden Select-From-Where-Blocken in mein Union-All an. Ja, die linke Seite steuert eine Row M mal bei. Vielleicht steht ja schon in der linken Seite alleine Duplikate vorhanden. Die rechte Seite steuert die gleiche Row N mal bei. Ja, nach einem Union All ist die M plus N mal oft im Ergebnis vorhanden. Nichts wird vergessen oder weggeschmissen. Okay, hier seht ihr die entsprechenden Festlegungen, die bei Differenz und bei Intersection festgelegt werden. Ja, bei Differenz wird eine Subtraktion durchgeführt. Kein Wunder ist, dass eine Row nicht weniger als 0 mal vorkommen kann. Ja. Und hier bei Intersection wird die Minimum-Semantik implementiert. Ja, also eine Seite trägt sie M, die andere N mal bei. Das Minimum von M und N findet sich nachher in der Intersection. Okay, also das sind die Mengen- oder Bag-Operationen, die ich dann auch auf der Ebene von SQL zur Verfügung habe. Und weil das so ist, kann ich natürlich hier das, was ich hier gerade als Case-When-Use-Case gezeigt habe, diese Case Distinction in Small, Medium und Large Sets, die kann ich natürlich auch gleichwertig mithilfe von Union All ausdrücken. Da ist die gleichwertige Operation. Und das ist jetzt eine SQL-Query, die tatsächlich fast genau das Gleiche macht, auch von der strukturell genau das Gleiche macht, wie wir es gerade in dem algebraischen Plan gesehen haben, der so drei Branches hat. Ja, ihr seht, in jedem dieser Branches greife ich auf die Sets Relation zu, die ich mit so einem Volume-Spalte angereichert habe, wie zuvor auch. Ja, aber jede dieser drei Branches hat seine eigene Vorstellung davon, welche Sets er durchlässt und klassifizieren möchte. Okay, jeder entsprechende Branch wird ein entsprechendes Tag, ein Size-Tag an das entsprechende Set dran heften. Das sind drei Select-From-Where-Blöcke, die Multimengen von Rows, Bags von Rows berechnen, die in ihrem Schema vollkommen identisch sind, die kann ich mit Union All schön auf einen Haufen werfen. Ja. Ich bin übrigens an der Stelle sehr sicher, dass ich keine Duplikate haben werde, die irgendwie zwischen diesen einzelnen Branches irgendwie beigetragen werden. Ja. Damit kann ich hier mit einem Union oder Union All umgehen, das wird an der Stelle gar keinen Unterschied machen. Ja. Man beobachtet in aktuellen Implementationen von DBMSen da draußen, dass der Union-All-Operator effizienter implementiert ist als der Union-Operator, was klar sein sollte. Der Union-Operator bekommt nämlich von uns eigentlich implizit den Auftrag, noch nach Duplikaten zu schauen, die zu entfernen. Wenn wir als Query-Autor statisch irgendwie dem System zusichern können, da gibt es keine Duplikate. Ja, alles einfach in einen Pot werfen, brauchst keine Duplikate suchen, dann können wir mit Union All hier auch explizit Bag-Semantik anmelden und damit ein paar Millisekunden irgendwie abschleifen von der Laufzeit.
Aber wenn ich das Ding hier durchführen lasse, dann müsste eigentlich genau das Gleiche rauskommen. Nein, nicht genau das Gleiche, was ganz Ähnliches rauskommen, wie wir es eben gerade gesehen haben. Ich hoffe, wir kommen gleich unsere Sets raus mit den entsprechenden Tags. Da sind sie. Hervorragend. Läuft gut. Wer sich das vorhin irgendwie angeschaut hat, hat vielleicht gemerkt, da kamen 9906 Rows raus. Jetzt kommen nur 5352 Rows raus. Hat jemand, ist nicht so besonders wichtig, die Frage, aber weil wir sowieso schon hoffnungslos in der Zeit hinten dran sind, kann ich das auch noch fragen. Ja? Hat jemand eine Vermutung, warum hier weniger Rows rauskommen? Hat was mit diesen Sets zu tun, die irgendwie keine wirkliche Volumeninformation irgendwie haben können, weil ihnen irgendeine XYZ-Komponente fehlt. Bitte. Ja genau, weil die haben ja s.vol dann auf null und null behauptet sich gegen keinen von den drei Branches. Hervorragend. Ja, also hier berechne ich diese vol-Komponente, wenn nur einer von den Kollegen in meiner Grunddatenbasis fehlt, XYZ null ist zum Beispiel, wird hier eine Arithmetik betrieben, die nachher null ergibt. Dann ist vol null, N-U-L-L, okay? Ein Set mit Volumen null kann sich gegen dieses Prädikat nicht durchsetzen. Null kleiner 1000 gibt, ist unknown. Das ist jedenfalls nicht true. Ja? Unknown, nicht true, unknown, nicht true. So ein Set kann sich hier nirgendwo in keinem der Branches durchsetzen und fehlt nachher. Ganz hervorragend. Alles klar. Könnt ihr natürlich extra behandeln, ja, einen extra Branch aufmachen, nämlich die Null-Sets irgendwie mit hinzufüge. Können wir eine coole Übungsaufgabe draus machen und so weiter. Aber das ist nur ein Nebenschauplatz hier. So. Ja, weil wir Akademiker sind, können wir an der nächsten Folie nicht vorbei. Ja, die sagt, Mensch, jetzt wo du auch Union und die Differenz mit im Boot hast, ja, können wir doch auch die anderen Operatoren, die wir schon irgendwie eingesammelt hatten, die Selektion zum Beispiel, noch mal genauer anschauen. Du hattest doch gesagt, Mensch, das Selektionsprädikat, das ich hier in eckigen Klammern hinter das Sigma in die Selektion so anheften kann, das kann auch eine Konjunktion oder eine Disjunktion oder auch unten seht ihr in dem dritten Fall eine Negation sein. Ja? Und jetzt könnte jemand sagen, Mensch, jetzt, wo wir irgendwie Union und Differenz an der Stelle haben, ja, brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Ja? Wir können uns auf ganz einfache Prädikate verlassen und einschränken, die diese Boolean Connectives, diese Boolean Operatoren hier, die drei, die ich jetzt gerade gehighlightet habe, überhaupt gar nicht mehr zulassen. Die brauche ich gar nicht mehr. Ich kann die nämlich äquivalent nämlich immer anders ausdrücken. Ja, damit bin ich dann irgendwie in meiner Definition von der Selektion irgendwie noch spartanischer, noch irgendwie, ja, prinzipieller geworden, würde man vielleicht sagen. Jemand eine Idee hier im ersten Fall? Wie man den ausdrückt, da fallen mir gleich zwei Möglichkeiten ein. Schnitt von Sigma P von R und Sigma Q von R. Alles klar. Das ist die Antwort, die der Kommilitone gegeben hat. Unter dem Eindruck der letzten 5 Minuten. Oh, sorry. Das war nicht deine Antwort, das war deine Antwort. Also, sorry für die Schmiererei hier, das soll ein R sein. Ja, okay. Also, nur Rows aus R, die sich sowohl gegen P als auch gegen Q behaupten könnten, werden hier in diesem Schnitt landen. Und das ist das Gleiche wie die Konjunktion an der Stelle. Was wäre die Antwort gewesen, wenn ich euch das vor einer halben Stunde gefragt hätte? Wie ich diese erste hier markierte Query irgendwie ersetzen kann, ohne dass ich komplexe Prädikate zulasse. Hintereinanderschaltung von den zwei separaten Sigma. Hat man schon als Relational Law heute im Einsatz. Würde auch funktionieren. Wie sieht es aus beim zweiten? Disjunktion übersetzt sich in Union. Ja? Sigma P von R vereinigt Sigma Q von R. Wer sich in einem der beiden Branches durchsetzen kann, der darf ins Ergebnis. Sollte sich ein Tupel gegen beide durchsetzen können, ja, und in dem Union dann sozusagen zweifach auftreten, die Duplikatentfernung im Union wird dazu führen, dass diese eine Row tatsächlich nur einmal im Ergebnis landet. Also, hier spielt
die Intersection die Rolle, hier spielt der Union die Rolle. Wie sieht es hier unten aus? Wie kann ich dieses Negationssymbol vor dem P loswerden? Du hast deine Tokens leider gerade verbraucht. Bitte. Kann man nicht R ohne Sigma von P von R? So, oder? Genau. Das sind alle Tupel aus R, die sich eben gerade nicht gegen P behaupten können. Ja? Wieder das Caveat. Kein Datenbanksystem da draußen implementiert das so. Ja, darum habe ich das gerade eben, diese letzten 3 Minuten mit, das ist unsere akademische Viertelstunde eingeleitet sozusagen. Das ist einfach nur eine Beobachtung über die prinzipielle Möglichkeit, jetzt noch die Definition von Selektion zu vereinfachen und nur atomare Selektionsprädikate zuzulassen. Diese Boolean Connectives könnte ich immer nachbilden. Sollte ich das so machen? No way! Ja, aber es würde prinzipiell funktionieren. Okay. So, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Begriff, den wir uns kurz anschauen müssen, weil wir ohne Verständnis dieses Begriffes bestimmte Queries, die wir in SQL schon lange machen könnten, in in relationaler Algebra bisher noch nicht formulieren könnten. Wir haben zwar alle Devices, alle Operatoren, die wir dazu benötigen, schon auf dem Tisch, ja, wir müssen sie bloß in cleverer Art und Weise irgendwie einsetzen. Und das ist notwendig für eine bestimmte Klasse von Queries, die ich gerne mit euch besprechen würde. Okay? Was ich dazu euch erst verkaufen möchte, ist der Begriff der sogenannten des monotonen Operators oder einer monotonen Query. Das ist ein sehr, sehr einfacher Begriff. Ja? Du gibst mir zwei Relationen, hier sind sie, die in so Teilmengenbeziehungen stehen. R ist kleiner als S. Ja? R ist Teilmenge von S. Okay, so. Und dann nehme ich mir R und S her und werfe dann einen algebraischen Operator drauf. Oder hier hinter diesem Mal im Kreis könnt ihr euch auch eine komplexe Query vorstellen. Vielleicht auch nur einen einzelnen Operator. Ja, eine Selektion oder eine Projektion oder was weiß ich. Ja, vielleicht auch eine komplexe Query, in der das R oder das S irgendwie einfließen. Okay. Wenn diese Teilmengenbeziehung nach Anwendung der Query immer noch in der gleichen Richtung besteht, dann ist diese Query, dieses Sternchen im Kreis, dieses Malzeichen im Kreis, dann ist das monoton. Okay. R ist kleiner als S. Nachdem ich die Query angewandt habe, ist das immer noch so. Okay. Also, ich habe die Query auf R angewandt, kommt dieser Haufen Tupel raus. Jetzt ist R größer geworden, zu S geworden. Oh, dann kann ich davon ausgehen, dass auch das Query-Ergebnis jetzt größer wird, wenn ich das jetzt nochmal auf dem größeren R auswerte. So könnte man sowie auch sehen. Ja? Der Input wächst von R nach S, dann wächst auch der Output. Das sind monotone Queries. Alles klar. Und tatsächlich sind die ganzen Operatoren, die wir uns so angeschaut haben, die sind eigentlich alle monoton. Ja? Hier, das ist der Input, ja? Diese Stelle, wo dieses kleine Quadrat steht. Ja? Stellt euch vor, ich mache einen Sigma P auf einem kleinen Input, kommen ein paar Tupel raus, dann mache ich den Input größer, ja? Da kommen nachher höchstens mehr Tupel bei raus. Ja? Ich mache den Input größer, kommen noch mehr Rows zum Input hinzu. Dann wird auch die Selektion am Ende ja, auf jeden Fall nicht weniger, höchstens mehr Tupel liefern. Selektion ist ein monotoner Operator. Input wächst, Output wächst. Bei Projektion ist das ganz genauso. Ja, bei dem kartesischen Produkt, egal ob ich als Input die linke oder rechte Seite ansehe, ja, die Seite, die gebe ich gar nicht weiter an, da habe ich diesen Underscore hingemacht, da stelle ich mir irgendwas Cooles vor, irgendeine andere Tabelle oder irgendeine komplexe Query, die da steht. Mir geht es eigentlich nur um dieses Quadrat da. Okay. Wenn ich dieses kartesische Produkt anschaue, dann kommen da irgendwie ein paar Tupel raus. Oh, guck mal, 20 Tupel. Jetzt mache ich die entsprechenden Input hier auf der linken Seite größer. Ja. Dann kommen nach dem kartesischen Produkt, das ich jetzt erneut ausführe, höchstens mehr Tupel raus. Und das ist völlig egal, ob der Input auf der linken oder rechten Seite steht. Das ist bei Union so. Alles monoton, hier monoton, Haken, 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 Haken. Das ist auch bei Differenz so. Wenn ich bei der Differenz auf der linken Seite ja, die linke Seite größer mache, von der abgezogen wird, ja, dann wird auch das Ergebnis größer. Ja, du hast einen größeren Haufen Tupel, ziehst das auf der rechten Seite ab. Ja, wenn der initiale Haufen größer ist, dann ist das Ergebnis größer. Aber ja, die einzige Situation, wenn unser Input, der langsam wächst,
Ja, wenn sich der auf der rechten Seite der Negation, der Differenz befindet, ja, dann ist vorbei mit der Monotonie. Du machst die rechte Seite größer, das, was abgezogen wird, wird größer, du ziehst mehr ab, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich im Allgemeinen kleiner werden. Okay? Der Input wächst, ja, das Quadrat, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich kleiner werden. Vielleicht bleibt es gleich, vielleicht wird es aber auch kleiner werden. Das ist nicht monotoner Operator. Differenz ist nicht monoton bezüglich des Inputs auf der rechten Seite. Wird auch klar, wenn ich mir nochmal die Implementation von der Differenz anschaue. Hier, da ist sie. Ja. R1 ist die linke Seite, R2. Ja. R2 ist die rechte Seite, von der ich hier gesprochen habe. Wenn R2 größer wird, dann ist es für diese Row 1 deutlich, ja, deutlich schwieriger, sich zu behaupten in diesem Selektionsprädikat da. Ja, R2 wird größer, vielleicht hat es gerade 10 Rows gehabt, jetzt hat es 100.000 Rows. Dass so eine Row 1 in diesen 100.000 Rows in R2 jetzt nicht vorkommt, ist schwieriger. Das Ergebnis wird potenziell kleiner. Der Input R2 wächst, der Output von Difference R1 und R2 geht potenziell runter. Warum betone ich das so? Weil es da draußen einige Fragestellungen gibt, Queries, die ich formulieren möchte, die inhärent nicht monoton sind. Okay, mal gucken. Ja. Hier ist eine Query, die ich gegen meine Lego-Database stellen könnte. Die ist nicht monoton. Find those Lego-Sets that do not contain Lego-Bricks with a sticker. Ja, jeder Lego-Fan weiß, dass Lego-Sets mit Stickern und so weiter der Feind sind. Okay, ja, da hinten wird genickt. Alles klar. Also, ich mach quasi so eine Selektion auf den Lego-Sets, möchte all die rausschmeißen, die Bricks mit Sticker beinhalten. Jetzt mache ich meine Datenbank größer. Ja, jetzt mache ich meine Datenbank größer, meine Contains-Relation zum Beispiel, in der irgendwie verzeichnet wird, welche Steine sich in welchen Sets befinden. Ja, die mache ich größer, die Datenbank wächst, der Input wächst, dann wird das Ergebnis dieser Query da oben aber potenziell kleiner. Es könnte nämlich sein, dass ich beim Hinzufügen von Bricks und in dieser Contains-Relation einen Baustein hinzugefügt habe, der einen Sticker beinhaltet. Und ein Set, das eben noch stickerfrei war, ist auf einmal stickerbehaftet und gehört nicht mehr zur Ausgabe dieser ersten Query da oben. Okay, Datenbank wächst, neue Rows in Contains, Ergebnis dieser Query wird kleiner. Das ist nicht monotones Verhalten. Und damit steht fest, ich kann eine relationalgebraische Query für dieses Problem hier, für das hier, das kann ich überhaupt nicht formulieren, wenn in deiner Lösung nicht der Differenzoperator vorkommt. Geht überhaupt gar nicht. Alle anderen Operatoren, haben wir gerade in der Tabelle auf der anderen Slide gesehen, sind alle monoton. Die Differenz ist das einzige nicht monotone Werkzeug, das uns bleibt in der relationalen Algebra. Alle Probleme von der Art müssen mit dem Differenzoperator gelöst werden. Wenn wir Klausuren korrigieren und wir stellen euch eine nicht monotone Aufgabe, wie so eine hier zum Beispiel, und jemand gibt eine Lösung ab, Quick Scan, kommt kein Differenzoperator vor, Trash. Kann nicht richtig sein. Ja? Nee, machen wir nicht sozusagen. Oh, fast richtig, beim nächsten Mal super und so, sowas machen wir, ja. Aber es kann nicht richtig sein. Do not contain, das ist hier so eine Nicht-Existenz, die hier gecheckt wird. Oder hier, ja, find those Lego sets in which all bricks are colored yellow. Ja, ich führe die Query aus, kommt ein Set raus mit der ID 42. Ja, jetzt mache ich meine Datenbank größer, kommt ein neuer Brick zu diesem Lego Set hinzu, der rot ist. Ja, eben war das noch ein Ergebnis dieser Query, oh, alle Bricks waren yellow. Jetzt kommt dieser eine rote Brick, der alles kaputt macht und dann fliegt das entsprechende Set raus. Datenbank wächst, das entsprechende Set geht raus. Das ist universelle Quantifizierung, könnte man auch sagen. Eine Bedingung, die für alle Elemente in so einer Menge gilt, ja, die kann an der Stelle zerstört werden, wenn die Datenbank größer wird. Der sollte ziemlich klar sein. Such mir das schwerste Lego-Set raus. Ergebnis, was weiß ich, Death Star 2. Okay. Datenbank wächst, neue Lego-Sets kommen hinzu, vielleicht noch ein schwereres Teil. Werde ich diese Query wieder ausführen, ist das Ergebnis, das ich hier berechnet habe, hinfällig und es kommt was anderes raus. Jedenfalls ist das kein monotones Ergebnis mehr. Das vorherige Ergebnis ist keine Teilmenge des neuen Ergebnisses. Wahrscheinlich sind die beiden Ergebnisse disjunkt oder irgendwie sowas. Kommt was völlig Neues bei raus. Okay. Das sind so typische nicht monotone Fragestellungen, die eigentlich immer
die Nicht-Existenz eines Elementes in einer Menge S checken wollen. Ja? Also hier, gibt es keinen Lego-Brick mit Sticker in den Bausteinen deines Lego-Sets? Ja? Gibt es keinen nicht-gelben Stein unter all den Bausteinen, die in dem Lego-Set sind? Gibt es kein Lego-Set, das schwerer ist als dieses eine? Das sind immer so Nicht-Existenz-Queries. Ja? Und immer wenn die auf dem Plan stehen, dann, dann müssen wir mit Differenz arbeiten. Geht überhaupt gar nicht. Okay, damit habe ich irgendwie diese Box hier gerade irgendwie nebenbei beantwortet. Alles klar. Okay, also Insertion into S hier kann dazu führen, also Vergrößerung der Datenbank kann dazu führen, dass ein Ergebnis, das bisher valide war, dass wir das leider streichen müssen. Komm, ein so ein Ding können wir auf jeden Fall machen hier und dann ist wahrscheinlich die Zeit um. Aber es ist cool, dass wir hier zu dem nicht monotonen Teil noch gekommen sind. Hier, find those Lego sets that do not contain Lego bricks with stickers. Das ist genau das erste Problem, das wir uns da irgendwie gestellt haben. Ja? Auch wenn das jetzt eine nicht monotone Query wird, wir folgen trotzdem unserem Rezept. Erstmal alle Tabellen identifizieren, die überhaupt mitspielen, ja? Die ich benötige, um das Ganze zu beantworten. Ja? Natürlich wird es um die Lego-Sets gehen, wäre ja noch schöner. Ja? Hier in der Contains-Relation, das ist die Many-to-Many-Relationship, ja, ER-mäßig gesprochen, die wir zwischen den Sets und den Bricks aufbauen. Dort kann ich nachlesen, welche Bricks zu welchem Set gehören. Und hier in der Bricks-Relation kann ich natürlich nachlesen, was für Teile ich vor mir habe. Tatsächlich kann ich in der Lego-Database hier in dem Name nachschauen. Manchmal kommt da explizit der Name Sticker drin vor. Dann kann ich tatsächlich entsprechend die bösen Lego-Bricks identifizieren. Okay, das wären die drei Relationen, die da mitspielen in dieser Query. Ja. Und ein Plan, ja, so ein Plan of Attack, den ich irgendwie, den ich vorschlagen würde, um dieses relationalen-algebraischen Plan zu formulieren, wäre der folgende. Ja. Erstmal alle bösen Lego-Bricks identifizieren, die, die einen Sticker haben. Okay. Das wird hier so eine einfache Selektion auf der Bricks-Tabelle sein, in der ich hier nach so einem Substring-Sticker gucke in der Spalte Name. Check. Alle Sets rausfinden, die diese Bricks beinhalten. Super simpel. Ich nehme das Teilergebnis aus 1, mache einen Join hier über die Contains-Tabelle zu den Sets, also von der Tabelle hier über die Contains-Tabelle zu Sets, einfach einen Join. Dann habe ich die Sets, die tatsächlich einen Baustein mit Sticker beinhalten. Das sind die bösen Sets. Ja? Die wollen wir gerade nicht haben. Okay, ja, dann nehme ich mir alle Sets her. Oh ja, genau, das ist das, was ich hier gerade irgendwie gesagt habe. Das sind genau die, die ich gerade berechnet habe in Schritt 2, sind genau die Sets, die wir nicht sehen wollen. Das sind die, die auf jeden Fall einen Baustein mit Sticker beinhalten. Don't want these. Also nehme ich alle Sets her und ziehe die, die wir gerade eben berechnet haben in Schritt 2, die ziehe ich von allen Sets ab. Da kommt die Differenz ins Spiel. Nehme alle Sets her, ziehe die bösen Sets ab, bleiben die guten über. Ja. Und ja, im Schritt 4 kann ich jetzt noch irgendwie Informationen ranjoinen, die ich brauche, um irgendwie das cool mit Namen oder sowas auszugeben. Das ist der Plan. Und hier in Schritt 3, da kommt die Differenz ins Spiel. Und diese Query auszudrücken ohne Differenz, weil also jetzt gerade jemand die Hand heben will und sagt, ah, ich glaube, ich habe eine Formulierung des Dings ohne Differenz, höre ich gar nicht zu. Ja? Kann nicht gehen, geht nicht, geht nicht. Okay. Das kann ich euch jetzt noch zeigen, den Plan. Die No-Sticker-Query. So kann man sie vielleicht besser sehen. Ja. Hier auf die Bricks schauen, die rausfinden, die irgendwo Sticker im Namen haben. Alles klar. Sauber. Das sind die bösen Bricks. Die join ich in Contains. Okay. Und was ich jetzt in der Hand halte, sind die Set-IDs. Das sind die Set-IDs der Sets, die tatsächlich mindestens einen Baustein mit Sticker beinhalten. Warum ist das Set verfügbar? Ja, weil sich das hier drin in Contains schon befindet, die Set-ID. Sehr, sehr convenient. Da ist sie schon. Okay, das ist übrigens alles, was mich an der Stelle interessiert. Das sind die bösen Sets. Okay. Ja, dann gehe ich hier auf alle Sets, beschränke mich nur auf die Set-ID. Denn jetzt kommt die Differenz ins Spiel und links und rechts müssen die Schemata vollkommen identisch sein. Ja, rechts
trage ich nur diese einspaltige Set-Spalte bei, dann darf das auf der linken Seite nicht anders sein. Also das hier ist das Universum aller Sets. Das sind die bösen Sets. Wenn die Differenz hier oben ihren Job getan hat, dann kommen hier auf der Kante, die jetzt orange ist, da kommen die Sets raus, die gut sind. Ja, warum habe ich diesen Differenzoperator nicht so gekennzeichnet? Weil er sonst irgendwie da, keiner würde ihn mehr erkennen. Sozusagen, ja? Das ist die Differenz hier. Alles klar. Ja, was hier jetzt rüberfließt, sind die guten Set-IDs. Jetzt könnte ich die guten Set-IDs auf dem Terminal ausgeben. 42, 45, 49, keiner weiß, was los ist. Ja, dann mache ich halt noch ein Natural Join mit der Original-Sets-Tabelle. Jetzt habe ich wieder alle interessanten Spalten dran. Name, was weiß ich. Ja? Ja, und die kann ich dann hier oben tatsächlich auch ausgeben. Könnt ihr die Query parsen? Ja? Okay, also dann kann ich wieder den Kommentar herstellen hier und kann das auch tatsächlich zur Ausführung bringen. Ich hoffe mal, das funktioniert, das fliegt. Kommt, so viel Zeit muss sein. Da gehen wir raus, dann gehen wir wieder in Python rein. Alles klar. Tabellen definieren, wir brauchten 3 Stück. Ja, hier, das ist die finde alle bösen Bricks Queries, alles klar. Das ist die, die die Query, die Sets dazu rausfindet, das ist ein Natural Join, der braucht ein bisschen. Ja. Ich glaube, ihr könnt in der Zwischenzeit schon eure Sachen einpacken. Ich lasse die Query hier sozusagen irgendwie weiterlaufen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ja. Und wir werden am Ende gleich die bösen Sets irgendwie ausgeben können. Aber ich habe euch alles gesagt, was ich euch heute sagen wollte. Darum danke ich euch für die Aufmerksamkeit und begrüße euch am Montag wieder, wenn wir hoffentlich den Rest von dem Algebra-Kapitel durch haben. Und wenn alles gut läuft, können wir uns den Dienstag sparen. Ja? Cheerio. Mein Job ist hier erst erledigt, wenn Q4 durchgelaufen ist. Also, ich glaube, es dauert 70 Sekunden oder sowas. Ja. Der Join ist einfach groß. Und die Query ist nicht optimiert, sozusagen. Jo. Jetzt kommt die Differenz. Ging fix. Oh, Lüft. Ja. Jetzt noch der Natural Join, um die Informationen wieder ranzuholen. Fertig. Ausgabe. Ja. Das sind die guten Sets, die keine Sticker beinhalten. Alles klar. Motor. Ja, okay. Wenn Sie da noch einen Aufkleber drauf gemacht hätten, sozusagen, irgendwie. Alles klar.